Durban, Südafrika. Die quirlige Metropole am Indischen Ozean ist eine der am schnellst wachsenden Städte auf der Südhalbkugel. Früher beliebtes Erholungsziel der weißen Oberschicht, hat die City seit Ende der Apartheid zahllose Schwarzafrikaner angezogen, die hier ihren Platz in der urbanen Gesellschaft suchen. Viele enden in sogenannten Squatter-Camps, Hüttenviertel fast ohne Infrastruktur am Rande der Stadt. Mitte der 90er Jahre ist Gewalt hier zur Alltäglichkeit geworden. Die Stadt verzeichnet mehr als 2000 Morde pro Jahr. Zu jener Zeit gab es in Durban sehr viele bewaffnete Raubüberfälle und Morde. Inspektor Singh weiß, wovon er spricht. 26 Jahre lang hat er in Durban und Umgebung Mörder gejagt. Die meisten Leute in den Squatter-Camps sind ursprünglich vom Land. Sie versprechen sich in der Nähe der Stadt ein besseres Leben. Sie kommen allein an, wohnen dann in irgendeiner Hütte oder nehmen sich ein Zimmer. Die haben keine Papiere und das macht es für uns sehr schwierig, wenn ihnen mal was zustößt. Selbst ihre Familien wissen oft nicht, dass sie vermisst werden, im Krankenhaus liegen oder vielleicht auch in der Leichenhalle. Im Februar 1997 macht ein Arbeiter in einem Zuckerrohrfeld unweit von Durban eine grausige Entdeckung. Versteckt im übermannshohen Rohr liegt eine stark verweste Leiche. Hände und Füße sind gefesselt mit Stoffstreifen, die jemand aus Kleidungsstücken gerissen hat. Detective Sergeant Markus Naidu ist als erster am Fundort. Der Körper war im fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Die Rasse der Person konnte ich nicht feststellen. Es war aber eine Frau, erkennbar an dem weißen Unterrock. Die Hände waren gefesselt. Über die Todesursache konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nichts sagen. Die Polizei weiß noch nicht, dass sie nur die erste in einer langen Reihe von Leichen gefunden hat. Achteinhalb Wochen später entdeckt ein Lastwagenfahrer wieder einen verwesten Körper, nicht weit vom ersten Fundort entfernt. Auch dieses Opfer wurde gefesselt und geknebelt und anschließend verbrannt. In den folgenden Wochen werden in derselben Gegend noch weitere Leichen junger schwarzer Frauen gefunden. Eine im Mai, im Juni sogar vier. Für die Polizei von Phoenix, einem Township im Norden von Durban, wird allmählich ein schreckliches Muster erkennbar. Die meisten Opfer waren an den Händen oder Füßen gefesselt, oder beides. Einige hatten Stoffstreifen um den Hals geschlungen und in vielen Fällen fand sich darüber hinaus ein Knebel im Mund. Die Polizei steht vor einem Riesenproblem. Vor der Ernte brennen die Arbeiter die Zuckerrohrfelder nieder, um darin versteckte Tiere wie gefährliche Wildschweine, Giftschlangen oder auch große Ratten zu verscheuchen. Unbeabsichtigterweise haben sie dabei jedoch auch die Leichen der ermordeten Frauen verbrannt. Eine Identifizierung der Opfer ist fast unmöglich. Anscheinend wusste der Täter, dass die Felder abgebrannt werden. Deshalb hat er die Leichen hier abgelegt. Sobald die Felder in Flammen aufgingen, würden auch die Leichen verbrannt. Der Killer handelt offensichtlich nach Plan. Er weiß, dass die Polizei gegen ihn nichts in der Hand hat, außer verbrannte Leichen und verbrannte Tatorte. Die Ermittler gehen davon aus, dass noch weitere junge Frauen in den Feldern sterben werden, wenn sie dem Würger von Südafrika nicht schnellstens das Handwerk legen. Fahnder vom Morddezernat in Durban eilen zur Unterstützung herbei. Der Leiter der Gruppe, Superintendent Philipp Feldhausen, bestätigt wenig später, dass alle Morde augenscheinlich auf das Konto eines Mannes gehen.
Die Untersuchung der Leichen ergab, dass alle Opfer stranguliert worden sind. Außerdem hatte ihnen der Täter Knebel aus Kleidungsresten in den Mund gestopft. Der Mörder fesselt seine Opfer immer auf die gleiche pedantische Art und Weise. Für die Polizei ein deutlicher Hinweis auf einen bestimmten Typus von Serienkiller. Serienmörder hat es in Südafrika schon immer gegeben, für die Polizei aber waren derartige Ermittlungen völlig neu. Hilfe versprechen sich die Ermittler von Mickey Pistorius, einer ausgesprochenen Expertin für Serienkiller. Laut amerikanischer Profiler gibt es organisierte und desorganisierte Serienmörder. Die Desorganisierten wissen nicht immer, was sie tun, haben unterschiedliche Motive und sind leicht zu fassen, weil sie so konfus sind. Die organisierten Serienmörder sind eher Psychopathen. Sie wissen, was sie tun, planen ihre Tat genau, suchen ihr Opfer gezielt aus und sind sehr schwer zu fassen. Schnell wird offensichtlich, alle Opfer weisen die gleichen Strangulationsmerkmale auf. Hat es die Polizei tatsächlich mit einem organisierten Serienkiller zu tun? Die Psychologin untersucht genau, wie der Täter die Frauen attackiert hat und hofft so, etwas über seine Persönlichkeit herauszufinden. Die Stoffstreifen, mit denen er die Frauen strangulierte, waren alle sehr ähnlich und immer in besonderer Weise um den Kopf geschlungen. Der Knebel im Mund der Opfer schließlich zeigte uns, dass wir es immer mit demselben Täter zu tun hatten. Das war eindeutig seine Handschrift. Die Fahnder wissen jetzt, wie der Täter vorgeht. Doch wo sollen sie ihn suchen? Alle Leichen waren auf einer ausgedehnten Zuckerrohrplantage im Westen Durbans gefunden worden. Die Felder dort sind durchzogen von einem Gewirr aus staubigen Wirtschaftswegen, Feuerschneisen und Pfaden. An die Plantage schließt sich eine ganze Reihe von Townships und Squattercamps an. Alle Heimat unterschiedlicher ethnischer Gruppen. Die Fahnder Singh und Alford kennen die Region genau. Auf der linken Seite liegt Mount Edgecombe, eine hauptsächlich von Weißen bewohnte Siedlung. Jenseits der Schnellstraße zwei weitere Wohngebiete, die aneinander grenzen. Auf den Hügeln direkt dahinter liegt Quamashu, ein schwarzes Township. Darauf folgt Bestes, ein Squatter Camp, weiter rechts ein in erster Linie indisches Township. Und da vorn wurden die ersten Opfer gefunden. Der Mörder kann aus jeder der Siedlungen kommen, die an die Plantage angrenzen. Die Polizei bittet wieder die Psychologin Mickey Pistorius um Hilfe. Kann sie vielleicht am Verhalten des Täters erkennen, welcher ethnischen Gruppe er angehört und wo er vermutlich wohnt? Üblicherweise gehören die Opfer von Serienkillern der gleichen Rasse an wie der Täter selbst. Endlich hat die Polizei einen Hinweis, in welcher Richtung sie suchen muss. Jetzt konnten wir den Täterkreis eingrenzen. In diesem Fall waren alle Opfer junge schwarze Frauen und demzufolge suchten wir einen schwarzen Mann als Täter. Vermutlich sind Täter und Opfer auch etwa im selben Alter. Das würde erklären, wieso der Mörder so schnell das Vertrauen der Frauen gefunden hatte. Den Beamten ist bewusst, dass der Mann weitermorden wird, wenn sie ihn nicht schnellstens hinter Schloss und Riegel bringen. Ein Serienkiller wird durch seine sexuellen Fantasien angetrieben. Er hört nur auf, wenn er festgenommen und inhaftiert wird oder wenn er stirbt. Der Grund, bei keinem seiner Opfer kann er alle seine Fantasien erfüllen und deshalb sucht er immer weiter, um das Ganze zur Perfektion zu treiben. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf schwarze Townships und Squattercamps, die an die Zuckerrohrfelder angrenzen. Die Siedlungen sind häufig gesetzloses Terrain. Oft wird die Polizei von den Anwohnern beschossen und für weiße Beamte sind sie quasi Sperrgebiet.
Die Leute haben gegenüber der Polizei großes Misstrauen. Viele Jahre lang waren wir in diesen Gegenden überhaupt nicht willkommen. Die beiden Beamten wagen sich in gefährliche Gefilde. Mit großer Unterstützung durch die Bevölkerung rechnen sie nicht. Man könnte hier 100 Zeugen eines Verbrechens haben und keiner würde was sagen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen misstrauen sie der Polizei per se. Zum anderen kommen die Verdächtigen stets aus ihrer eigenen Siedlung. Sie müssen Vergeltung fürchten, sollten sie als Zeuge oder Informant identifiziert werden. Zurück im Büro in Durban überprüfen die Ermittler hunderte alter Fälle. Gab es eventuell Morde, die schon früher die Handschrift des Serienkillers trugen? Sie werden schnell fündig. Drei weitere junge Frauen waren auf nahezu identische Weise umgebracht worden. Die grausige Zahl der Opfer steht mittlerweile bei 10. Zwei Wochen später gelingt der Polizei ein entscheidender Durchbruch. Endlich kann sie einem der Opfer einen Namen zuordnen. Es handelt sich um eine junge Zulu-Frau namens Lengiwe Mefeka, die am 14. April ihr Haus in Phoenix verlassen hatte und dann verschwunden war. Sie hinterlässt eine kleine Tochter. Die sterblichen Überreste der Toten werden von ihrer Mutter offiziell identifiziert. Als ich den Körper meiner Tochter in der Leichenhalle sah, bin ich fast zusammengebrochen. Ich war sehr schockiert. Es war vermutlich Gottes Wille, dass ich ihr an jenem Sonntag das Haar geflochten hatte. Denn nur daran habe ich sie erkennen können. Ihr Körper war schon stark verwest und übersät von Maden. So etwas Schreckliches hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Am Tag ihres Verschwindens geht Lengiwe zum Einkaufen. Nach ihrer Rückkehr erzählt sie, dass ein Mann sie angesprochen und ihr einen Job in einem Hotel in der Stadt angeboten habe. Jetzt wartet er draußen auf sie, zusammen mit einer anderen Frau. Lengiwes älterer Schwester Grace jedoch kommt der Fremde verdächtig vor. Ich sagte zu ihm, du läufst herum und versuchst Leute für die Arbeit im Holiday Inn zu finden, versprichst, sie würden viel Geld verdienen und dabei läufst du selbst so schäbig herum. Deine Sandalen kosten gerade mal 1 Euro. Auch deine Hose sieht billig aus. Er sagte, dass er Arbeit habe. Ich hatte aber trotzdem ein schlechtes Gefühl. Nachdem sich Lengiwe etwas zurechtgemacht hat, verlässt sie das Haus, um mit dem Mann und seiner Begleitung nach Durban zu gehen. Grace schließt sich den Dreien für eine Weile an. Schon nach kurzer Zeit jedoch trennt sich die Gruppe. Die Frau verabschiedete sich und schlug einen anderen Weg ein. Plötzlich war meine Schwester mit dem Mann allein. Grace ist nicht wohl bei der Sache und versucht, ihre Schwester von ihrem Plan abzubringen. Als Lengiwe dennoch mit dem Mann mitgeht, läuft Grace nach Haus zurück, um zu fragen, was sie tun soll. Meine große Schwester meinte, ich sollte hinterherrennen. Ich konnte sie aber nicht finden. Sie war einfach mit diesem Mann verschwunden. Er hat sie von uns genommen. Für Mickey Pistorius gibt es nur einen Weg, den Mann zu fassen. You have to think like the killer. Man muss wie der Killer denken. Er kannte nicht mal den Namen des Mädchens. Wir müssen also herausfinden, was in seinem Kopf vorging, gerade dieses Mädchen auszuwählen. In den Wohngebieten am Rande der Plantage hält sich hartnäckig das Gerücht von einem Serienmörder, der es ausschließlich auf junge Frauen abgesehen hat. Die Presse wird aufmerksam. Für uns Journalisten war der Fall erstmal ziemlich aufregend. Mit Serienkillern hatten wir es bis dahin noch nie zu tun. Wir hofften sogar ein bisschen, dass es tatsächlich Serienmorde waren und keine zufällige Häufung von Einzeltaten. Die Polizei jedoch gibt zu diesem frühen Zeitpunkt der Ermittlungen keine Details des Falls bekannt.
Gelangen zu viele Informationen zu früh an die Presse, führt das zu einer Hysterie, von der der Serienmörder letztlich profitiert. Jede reißerische Berichterstattung muss vermieden werden. Die Fahnder machen mit der Presse einen Deal. Die Vereinbarung war, wir schreiben so lange nicht über den Fall, bis die Polizei uns das Okay gibt und bestätigen kann, dass es tatsächlich einen Serienmörder in der Gegend von Phoenix gibt. Zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen zeigen sich erste Fortschritte. Da die Ermordeten allesamt junge schwarze Frauen waren, geht die Polizei davon aus, dass der Täter ebenfalls schwarz und etwa im selben Alter wie seine Opfer ist. Die Beamten können jetzt die Fahndung auf die schwarzen Townships und umliegenden Squatter-Camps am Rande der Plantage konzentrieren. Erschwerend für ihre Arbeit ist jedoch, dass alle Tatorte durch Feuer zerstört sind. Doch das sollte sich bald ändern. Die Entdeckung eines 11. Opfers markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die Ermittlungen. In the second week of July. In der zweiten Juliwoche hatten wir unheimlich viel Glück. Wir fanden ein Opfer, dessen Körper noch nicht durch Feuer zerstört war. Außerdem war vor uns noch keine andere Polizeieinheit am Tatort gewesen. Das war für uns sehr wichtig, denn zum ersten Mal konnte das ganze Team ein Opfer persönlich und aus der Nähe betrachten. So, wie es der Täter zurückgelassen hatte. Endlich kann sich das Team ein klares Bild vom Verhalten des Täters machen. Wir fanden die Leiche einer schwarzen Frau. Sie lag schon etwa zwei Wochen dort, Gesicht nach unten und die Hände ganz fest auf den Rücken gebunden. Auch die Füße waren gefesselt. Die Frau war ganz offensichtlich mit irgendetwas stranguliert worden. Dieser Fund hat uns nochmal besonders motiviert. Er zeigte, wie wichtig unsere Ermittlungen sind und machte uns allen klar, wir mussten diesen Killer unbedingt fassen. Zum ersten Mal gibt es verwertbare Spuren. Die Psychologin Mickey Pistorius macht sich auf den Weg zu den Zuckerrohrfeldern. Sie hofft, dort weitere Hinweise auf die Identität des Mörders zu finden. Ich wollte den Ort auf mich wirken lassen und mir so ein Bild von dem Serienkiller machen, unbeeinflusst von dem, was ich bereits über ihn zu wissen glaubte. Ich versetzte mich in seine Lage und nach einer Weile hatte ich tatsächlich bildhaft vor Augen, was passiert war und schrieb alles auf, aus seiner Perspektive. Es war die erste Ermittlung, bei der ich von Beginn an, und zwar unbewusst, immer in der ersten Person Singular schrieb, also ich. Die Polizei weiß, sie muss den Mann fassen, bevor er ein weiteres Mal zuschlägt. Die Experten der Polizei suchen Informationen über einen mutmaßlichen Serienmörder in der Gegend von Phoenix. Das Profil eines mutmaßlichen Serienmörders, der in der Gegend von Phoenix. Trotz aller Bemühungen der Polizei erscheint die Geschichte vom unheimlichen Serienmörder in der dritten Woche der Ermittlungen auf den Titelseiten der Presse. Das absolut Faszinierende an der Story war, dass es in dieser 3-Millionen-Stadt einen Mann gab, der sich seine Opfer peinlich genau nach Größe, Aussehen und so weiter aussuchte. Er führte sie zu den Zuckerrohrfeldern, tötete und fesselte sie und steckte ihnen ihre Unterwäsche in den Mund. Er tat ihnen unerhörte Dinge an. Und in der Gegend lagen noch mehr Leichen von Frauen, an denen er sich vergangen hatte. Sie hören PM Live. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Serienmörder von Phoenix nahe Durban hält an. Doch noch hat die Polizei kein Phantombild eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Fahnder wissen bislang nicht, wie der Mörder aussieht. Mickey Pistorius kann ihnen jedoch wertvolle Einblicke in die Gedankenwelt des Täters liefern. Sie hat eine ziemlich genaue Vorstellung, warum der Killer alle seine Opfer gefesselt und geknebelt am Tatort zurücklässt.
Obwohl die Opfer bewusstlos sind, also nicht sprechen oder Widerstand leisten können, fesselt er sie. Das ist überhaupt nicht nötig. Hier kommen wieder seine Fantasien ins Spiel. Das Fesseln der Hände bedeutet, rührt mich nicht an. Er duldet keine Intimität. Der Knebel in ihrem Mund steht für nicht sprechen. Er hat Angst vor Frauen, wenn sie sprechen, vor dem Geheimnisvollen, das sie umweht, vor Berührungen und Intimität. Das habe ich sofort erkannt. Das Profil der Psychologin bestätigte unsere Vermutungen. Gleichzeitig lieferte es auch eine Strategie für ein Verhör, sollten wir einen Verdächtigen verhaften. Wir suchten also nach einem Schwarzen zwischen 30 und 40, der vermutlich etwas eigenbrötlerisch war. Wahrscheinlich war er schon mal wegen Vergewaltigung oder Raub aktenkundig geworden. Ich schätzte, dass er zumindest eine Highschool-Ausbildung besaß. Aber das sind nur statistische Angaben, die noch nicht viel besagen. Was die Psyche betrifft, suchte ich nach einem sehr zornigen Mann. Er war verbissen und launisch, mit gelegentlich aggressiven Ausbrüchen. Leuten gegenüber konnte er sehr charmant sein, wenn er etwas von ihnen wollte. Innerlich aber war er sehr düster und ein leidenschaftlicher Frauenhasser. Ein dunkles, verletztes und letztlich sehr gefährliches Tier. Danach suchte ich. Bisher konnte erst ein Opfer identifiziert werden, Lengive Mefeka. Am 14. April war sie mit einem Unbekannten in die Stadt gegangen und nie zurückgekehrt. Ihre Schwester Rachel meldet sich als Zeugin bei der Polizei und kann wertvolle Informationen liefern. Die Polizei in Durban bat mich, meine Schwester zu beschreiben, um sie bei den Ermittlungen zu unterstützen. Dabei erzählte ich auch von dem Fremden, der damals zu unserem Haus kam und mit dem meine Schwester später weggegangen ist. Rachel Mefekas Aussage trägt entscheidend dazu bei, ein erstes Profil des Killers zu erstellen. Rachel lieferte uns eine gute Beschreibung vom Aussehen des Mannes. Ganz allmählich nahm die bislang unbekannte Person Gestalt an. Jetzt weiß die Polizei auch, wie es dem Killer immer wieder gelingen konnte, seine Opfer in die Zuckerrohrfelder zu locken. Er suchte sich arbeitslose Frauen aus der Umgebung der Townships und versprach ihnen einen lukrativen Job in der Stadt. Gemeinsam machten sie sich dann auf den Weg nach Durban, immer auf den staubigen Straßen, die die Plantage durchziehen. Bislang weiß die Polizei von 11 Opfern. Doch je klarer das Bild des Killers wird, desto mehr fürchten die Beamten, dass noch weitere Leichen unentdeckt in den Feldern liegen. Serienmörder machen immer weiter, so lange, bis sie von jemand gestoppt werden, im Gefängnis sitzen oder tot sind. Wir wussten, der Verdächtige hatte nicht mit dem Morden aufgehört. Weil wir bis Ende Juli keine weiteren Leichen gefunden hatten, setzten wir Spürhunde ein, die speziell auf den Geruch von Kadavern abgerichtet sind. Die Hundeführer beginnen mit der Suche am Fundort der letzten Leiche. Was sie entdecken, hatten sie sich selbst in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt. Gleich zu Beginn finden sie zwei tote Frauen. Sofort war klar, das war die Handschrift unseres Täters. Am nächsten Tag spüren die Hunde die verwesenden Leichen von 5 weiteren jungen schwarzen Frauen auf. Alle 7 Opfer liegen in einem eng umrissenen Gebiet. Die Leichen fanden sich buchstäblich nur ein paar Meter voneinander entfernt. Für uns ein Hinweis, wie der Täter seine Macht über die Frauen noch zu steigern suchte. Vermutlich zeigte er den Frauen ein früheres Opfer, bevor er sie dann selbst umbrachte. Die Leichen waren weniger stark verwest als früher. Der Killer hatte offensichtlich in seinem Blutrausch an Geschwindigkeit zugelegt. Die Ermittler finden an den Tatorten Spuren, die nahelegen, dass der Mörder seine Fantasien immer weiter verfeinert.
Wenn er tötete, war er bestimmt aufgeregt und hatte so etwas wie Vorfreude. Wie bei einem großen Geschenk, von dem man weiß, dass innen drin etwas ist, das man sich sehr, sehr gewünscht hat. Du kostest das Auspacken langsam aus, reißt das Papier nicht einfach herunter. Er befand sich in einem Zustand freudiger Erregung, wenn er tötete. Einige der Opfer sind vermutlich erst wenige Tage tot. Nur aber, wenn die Ermittler den jeweiligen Todeszeitpunkt genau kennen, lässt sich eventuell ein bestimmtes Muster bei den Morden ausmachen. Hilfe versprechen sie sich von einem renommierten Wissenschaftler, dem Insektenkundler Mervyn Mansell. Wir benutzen die am Tatort gefundenen Insekten als biologische Indikatoren, um zu bestimmen, wie lange ein Mensch schon tot ist. In den unterschiedlichen Stadien der Verwesung zeigen sich in den Körpern ganz typische Insekten. Die erste und wichtigste ist die Aasfliege. Sie liefert das genaueste Ergebnis. Anschließend folgen dann nacheinander verschiedene Käferarten. Durch Untersuchung der Aasfliegen und im Körper gefundener Maden kann Dr. Mansell den Todeszeitpunkt bei relativ frischen Morden auf Stunden genau bestimmen. Am Tatort fangen wir zunächst mit einem Netz die Insekten, die um den Körper herumfliegen. Dann schauen wir nach den dicksten Maden, weil die ältesten sind und als erste abgelegt wurden. Einige von ihnen nehmen wir mit ins Labor und warten, was daraus schlüpft. Wir müssen unbedingt wissen, mit was für einer Spezies wir es zu tun haben. Das ist schon die halbe Miete. Dann kennen wir den Entwicklungszyklus dieser Art und können so Rückschlüsse über den Beginn der Verwesung ziehen. Die Untersuchung bestätigt, die Attacken des Killers erfolgen in immer kürzeren Abständen. Er hat offensichtlich kaum Angst vor Entdeckung und scheint etwas unvorsichtig zu werden. An einem der Tatorte fanden wir eine Zigarettenkippe. Wir machten gleich eine DNA-Analyse. Sollten wir später einen Verdächtigen verhaften, konnten wir ihn dadurch möglicherweise mit dem Tatort in Verbindung bringen. Die Kippe war das wichtigste Beweisstück, das wir bisher hatten. Philipp Feldhausen fordert Spezialeinheiten an, die sämtliche Felder durchkämmen. Er hofft, den Täter auf frischer Tat zu fassen. Der Polizeieinsatz wird erfolglos abgebrochen. Wie zum Hohn hat der Täter in der Zwischenzeit wieder zugeschlagen. Aber dieses Mal macht er einen entscheidenden Fehler. On the 5th of August. Am 5. August wurde ich zu einem weiteren Tatort gerufen, da unten in den Zuckerrohrfeldern. Die Tote war eine junge Schwarze, vermutlich Anfang 20. Es sah so aus, als sei sie erst 2-3 Tage zuvor ermordet worden. Unter der Leiche findet Bushy Singh 2 benutzte Kondome mit Spermaresten. Die Entdeckung der Kondome war einer der Schlüsselmomente in dem Fall. Die Samenflüssigkeit liefert den Fahndern etwas, auf das sie schon lange gewartet haben. Das DNA-Profil des Killers. Es gelingt den Wissenschaftlern innerhalb von 48 Stunden, den genetischen Fingerabdruck des Täters zu extrahieren. Doch mit wem sollen die Ermittler die DNA abgleichen? Sie durchforsten die Akten früherer Fälle in der Hoffnung, dass sich darin ein Verdächtiger findet. Nach Überprüfung aller in Frage kommenden Fälle konnten wir einen ausmachen, bei dem das Opfer unter ähnlichen Bedingungen angegriffen worden war und überlebt hatte. Der Fall wurde nie vor Gericht verhandelt. Glücklicherweise hat die Polizei aber noch eine Blutprobe des mutmaßlichen Täters. Wir hatten 3 Dinge in der Hand. Kondome mit Sperma vom letzten Tatort, die Zigarettenkippe mit DNA-Spuren vom vorletzten Mord und schließlich die Blutprobe von dem Fall der versuchten Vergewaltigung. Das alles zusammen deutete auf eine Person.
Die Polizei hofft jetzt, den Blutrausch eines Psychopathen stoppen zu können, dem schon 19 junge Frauen zum Opfer gefallen sind. Endlich werden sie dem Würger von Südafrika die Maske vom Gesicht reißen. Der Name des Verdächtigen war Sifo Agmatia Twala. Es gelingt der Polizei binnen weniger Tage, Twalas Wohnort ausfindig zu machen. Er lebt in Besters, einem Squatter-Camp oberhalb der Zuckerrohrfelder. Da gibt's weder Straßennamen noch Hausnummern. Besters, ein wildes Gewirr aus Hütten und Gässchen, ist quasi gesetzloses Terrain. Für die Polizei wäre es äußerst gefährlich, jemand am hellen Tag zu verhaften. Aus Sicherheitsgründen schlagen die Fahnder in den frühen Morgenstunden zu. On the night that we went to arrest, in jener Nacht halten wir unser Team auf. The team was split. Philipp Feldhausen und Bushy Singh gingen mit einem SWAT-Team zum Haus. Ich hielt mich mit dem Rest im Hintergrund. Bei mir waren unter anderem Mickey Pistorius und all die anderen Forensiker. Vorsichtig nähern sich die Ermittler Twalas Hütte, begleitet von bewaffneten Spezialkräften und einem Dolmetscher für Zulu. Alle Wege, die aus dem Camp herausführen, sind von der Bereitschaftspolizei abgeriegelt. Das Team hatte schon viele Stunden gearbeitet und war ziemlich ausgelaugt, aber das Wissen um die Sache spornte alle nochmal an. Bei den Zulu ist es Brauch, eine verschlossene Tür aufzuschließen, wenn geklopft wird, sie aber nicht zu öffnen. Und genau das tat Sifo. Sie sind verhaftet. Twala scheint überrascht, leistet aber keinen Widerstand. Wir waren alle sehr, sehr froh. Die vielen Stunden harter Arbeit hatten Früchte getragen. Endlich war das Ende des Falls abzusehen. Es herrschte fast euphorische Stimmung. Es ist schwer zu beschreiben, was ich fühlte, als ich Twala zum ersten Mal sah. Ich schaute ihm in die Augen und sah darin den Blick eines gefangenen Tieres. Und es gab ein Gefühl des Wiedererkennens. Da wusste ich, wir hatten den Richtigen gefasst. Die anschließende Hausdurchsuchung fördert eine überwältigende Menge an belastendem Material zutage. Am auffallendsten waren die vielen Frauensachen, die dort hingen. Nicht nur Oberbekleidung, sondern Unterwäsche, Dessous, Unterröcke und so weiter. Das fand ich schon äußerst seltsam. Ich kam mir vor wie in Aladins Schatzkammer, vollgestopft mit Beweismitteln. Ich sah all die Damenuhren, die neben dem Bett lagen, überall Frauenkleidung. Und ich dachte bei mir, Bingo. Die Polizei entdeckt jedoch noch mehr. It was a little school bag. Wir fanden einen kleinen Schulranzen, wie ihn die Kinder in den unteren Klassen benutzen. Innen drin fanden sich jede Menge Stoffstreifen. Vermutlich übte Twala damit seine Fesselpraktiken, bevor er sich wieder ein Opfer aussuchte. Ein anderer Fund schließlich bringt Twala direkt mit einem der Morde in Verbindung. Den eindeutigen Beweis lieferte eine Hose des Verdächtigen. Bei genauerer Untersuchung fanden wir darauf im Bereich des Schritts Blutspuren von einem der Opfer. Der Würger von Südafrika ist endlich gefasst. Was wird er der Polizei enthüllen? Und was hat ihn in jenen Blutrausch getrieben, der 19 jungen Frauen das Leben gekostet hat? I must warn you. Sie stehen unter Mordverdacht. Sie haben das Recht zu schweigen. Mickey Pistorius versucht, in die Gedankenwelt des notorischen Serienkillers einzusteigen. Am
Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Er war ruhig, besorgt, aber keineswegs aggressiv. Es hat ihn sicherlich etwas überrascht, dass ihn eine Frau befragte. Er hatte wohl eher einen angriffslustigen Mann erwartet. Die Psychologin konfrontiert Twala mit der brutalen Realität seiner schrecklichen Verbrechen. Ich erzähle Ihnen die Geschichte eines Mannes, der hübsche junge Frauen anspricht und ihnen einen Job anbietet. Sie gehen zusammen zu der vermeintlichen Arbeitsstelle und durchqueren dabei die Zuckerrohrfelder. Und während er noch Smalltalk macht, stellt er sich schon vor, wie er sie umbringen wird. Die Sache rollte vor meinen Augen ab wie ein Film und ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er nimmt dann einen Stein und schlägt damit sein Opfer bewusstlos. Er beginnt, die Frau auszuziehen und fesselt ihre Hände auf dem Rücken. Dann hebt er ihre Beine und bindet sie mit einem Knoten vorn zusammen. Anschließend dringt er in das Mädchen ein, während er es stranguliert. Habe ich sie erkannt? Ja. Ich bin der Mann in der Geschichte. Ich habe die Frauen umgebracht. Während des Verhörs gesteht Twala 19 Morde. Vermutlich hat er aber noch mehr Menschen umgebracht. Einmal demonstrierte er an dem Dolmetscher, wie er seine Opfer fesselte. Stolz beschrieb er einige Kleidungsstücke der Frauen bis ins kleinste Detail und gab nebenbei zu, zahllose Menschen getötet zu haben. Wen haben Sie als erstes in die Felder geführt? Das Datum weiß ich nicht mehr. Es war in den Zuckerrohrfeldern ganz in der Nähe von Phoenix. Ich fragte ihn, wer ihn so verletzt hatte, dass er diese Frauen tötete. Er antwortete, seine Freundin habe ihm erzählt, sein Baby abgetrieben zu haben. Dieser Satz hat ihn sehr verletzt und deshalb steckte er den Opfern Knebel in den Mund, damit sie nie wieder sprechen. Von den 19 Frauen, die Twala ermordete, werden nur 8 jemals identifiziert. Die anderen wurden in namenlosen Gräbern beerdigt. Welches war das letzte Mädchen? Ich kenne ihren Namen nicht. Was passierte? Wir hielten am Weißen Haus in Phoenix an. Dann haben wir uns ziemlich lange gestritten. Schließlich habe ich sie überwältigt und sie starb. Wie? Ich weiß nicht. Ich habe ihr die Arme verdreht. Sie überwältigt und erdrosselt. Als sie das Bewusstsein verlor, sagte sie noch etwas zu mir. Obwohl ich ihr dies antue und es sehr weh tut, wenn sie stirbt, wird ihre Seele auf mich warten. Am 31. März 1999 wird Sifo Twala vom Hohen Gericht in Durban verurteilt. Wegen Mordes in 16 Fällen, eines versuchten Mordes, dreifacher Vergewaltigung und 7 Fällen von sexuellem Übergriff. Seine Gesamtstrafe wird auf 506 Jahre Gefängnis festgesetzt. Dieser Fall hat bei mir tiefe Spuren hinterlassen. Ich habe immer noch Albträume und die Sache lässt mich noch immer nicht kalt. Es war aber eine lohnende Erfahrung. Ich glaube, wenn ich ihn treffen würde, würde ich ihn umbringen. Für den Mord an meiner Tochter hat er den Tod verdient.
Durban, Südafrika. Die quirlige Metropole am Indischen Ozean ist eine der am schnellst wachsenden Städte auf der Südhalbkugel. Früher beliebtes Erholungsziel der weißen Oberschicht, hat die City seit Ende der Apartheid zahllose Schwarzafrikaner angezogen, die hier ihren Platz in der urbanen Gesellschaft suchen. Viele enden in sogenannten Squatter-Camps, Hüttenviertel fast ohne Infrastruktur am Rande der Stadt. Mitte der 90er Jahre ist Gewalt hier zur Alltäglichkeit geworden. Die Stadt verzeichnet mehr als 2000 Morde pro Jahr. Zu jener Zeit gab es in Durban sehr viele bewaffnete Raubüberfälle und Morde. Inspektor Singh weiß, wovon er spricht. 26 Jahre lang hat er in Durban und Umgebung Mörder gejagt. Die meisten Leute in den Squatter-Camps sind ursprünglich vom Land. Sie versprechen sich in der Nähe der Stadt ein besseres Leben. Sie kommen allein an, wohnen dann in irgendeiner Hütte oder nehmen sich ein Zimmer. Die haben keine Papiere und das macht es für uns sehr schwierig, wenn ihnen mal was zustößt. Selbst ihre Familien wissen oft nicht, dass sie vermisst werden, im Krankenhaus liegen oder vielleicht auch in der Leichenhalle. Im Februar 1997 macht ein Arbeiter in einem Zuckerrohrfeld unweit von Durban eine grausige Entdeckung. Versteckt im übermannshohen Rohr liegt eine stark verweste Leiche. Hände und Füße sind gefesselt mit Stoffstreifen, die jemand aus Kleidungsstücken gerissen hat. Detective Sergeant Markus Naidu ist als erster am Fundort. Der Körper war im fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Die Rasse der Person konnte ich nicht feststellen. Einige hatten Stoffstreifen um den Hals geschlungen und in vielen Fällen fand sich darüber hinaus ein Knebel im Mund. Die Polizei steht vor einem Riesenproblem. Vor der Ernte brennen die Arbeiter die Zuckerrohrfelder nieder, um darin versteckte Tiere wie gefährliche Wildschweine, Giftschlangen oder auch große Ratten zu verscheuchen. Unbeabsichtigterweise haben sie dabei jedoch auch die Leichen der ermordeten Frauen verbrannt. Eine Identifizierung der Opfer ist fast unmöglich. Anscheinend wusste der Täter, dass die Felder abgebrannt werden. Deshalb hat er die Leichen hier abgelegt. Sobald die Felder in Flammen aufgingen, würden auch die Leichen verbrannt. Der Killer handelt offensichtlich nach Plan. Er weiß, dass die Polizei gegen ihn nichts in der Hand hat, außer verbrannte Leichen und verbrannte Tatorte. Die Ermittler gehen davon aus, dass noch weitere junge Frauen in den Feldern sterben werden, wenn sie dem Bürger von Südafrika nicht schnellstens das Handwerk legen. Fahnder vom Morddezernat in Durban eilen zur Unterstützung herbei. Der Leiter der Gruppe, Superintendent Philipp Feldhausen, bestätigt wenig später, dass alle Morde augenscheinlich auf das Konto eines Mannes gehen. Die Untersuchung der Leichen ergab, dass alle Opfer stranguliert worden sind. Außerdem hatte ihnen der Täter Knebel aus Kleidungsresten in den Mund gestopft. Der Mörder fesselt seine Opfer immer auf die gleiche pedantische Art und Weise. Für die Polizei ein deutlicher Hinweis auf einen bestimmten Typus von Serienkiller. Serienmörder hat es in Südafrika schon immer gegeben. Für die Polizei aber waren derartige Ermittlungen völlig neu. Hilfe versprechen sich die Ermittler von Mickey Pistorius, einer ausgesprochenen Expertin für Serienkiller. Laut amerikanischer Profiler gibt es organisierte und desorganisierte Serienmörder. Die Desorganisierten wissen nicht immer, was sie tun, haben unterschiedliche Motive und sind leicht zu fassen, weil sie so konfus sind. War eine Frau, erkennbar an dem weißen Unterrock. Die Hände waren gefesselt. Über die Todesursache konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nichts sagen. Die Polizei weiß noch nicht, dass sie nur die erste in einer langen Reihe von Leichen gefunden hat.
8,5 Wochen später entdeckt ein Lastwagenfahrer wieder einen verwesten Körper, nicht weit vom ersten Fundort entfernt. Auch dieses Opfer wurde gefesselt und geknebelt und anschließend verbrannt. In den folgenden Wochen werden in derselben Gegend noch weitere Leichen junger schwarzer Frauen gefunden. Eine im Mai, im Juni sogar 4. Für die Polizei von Phoenix, einem Township im Norden von Durban, wird allmählich ein schreckliches Muster erkennbar. Die meisten Opfer waren an den Händen oder Füßen gefesselt. Oder beides.